Guten Morgen. Also wenn ich das hier so mitbekomme mit der Musik, dann kriege ich wieder Lust mitzumachen. Und ich finde es richtig cool, was hier so alles geschieht im Moment, ne? Also da wird gegrillt, da wird gekocht, da wird getanzt und da findet viel Gemeinschaft statt. Und diese Gemeinschaft ist super wertvoll. Also ich glaube, das ist, da liegt eine Kraft drin, da liegt eine Stärke drin, die göttlich ist, die uns zusammenschweißt. Stellt euch vor, wir wären eine Gemeinde, wo einfach jeder nur kommt und keiner sagt dem anderen Hallo und geht dann wieder. Jeder ist hier nur alleine und einzeln. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind ein Leib. Und ich finde, das sieht man im Moment so richtig schön stark. Genau. Also, ihr habt es womöglich mitbekommen, zu Olympia, Eröffnungsfeier, da gab es diesen riesen Aufreger bei der Eröffnungsfeier, wo das Abendmahl gezeigt worden ist, aber auf eine pervertierte, hypersexualisierte Art und Weise, die sozusagen nicht in so ein Nachmittagsprogramm gehört und schon gar nicht in eine Sportveranstaltung. Und ich habe Olympia mir nicht angeguckt, aber als ich es dann im Nachhinein mitbekommen habe, habe ich mich tierisch aufgeregt. Ich war richtig empört über diese Darstellung von dem Abendmahl nach Leonardo da Vinci. Und meine Empörung wurde immer größer und mein Grummeln in mir wurde immer größer und ich habe gedacht, ey, also das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Das lasse ich mir nicht gefallen, ich lasse das nicht zu. Ich möchte jetzt gern aktiv werden. Ich möchte mich wehren. Ich möchte laut sein für meinen Gott, für meinen Glauben. Ich möchte nicht schweigen, wieder schweigen, weil dann, wenn wir immer weiter schweigen, dann werden diese Dinge immer nur noch stärker. Und wir lassen uns auf der Nase rumtanzen. Und dann habe ich auch noch mal so ein bisschen über Corona nachgedacht, was wir da so alles so mitgemacht haben, wo Gottesdienstbesuche doch relativ stark eingeschränkt waren oder die Gottesdienstfeier als solche. Ich dann auch gesehen habe, dass die Muslime in Deutschland sich sehr heftig dagegen gewehrt haben und wir so als Christenheit so ein bisschen still waren. Das kam so alles wieder bei mir hoch und meine Empörung wuchs und wuchs und ich dachte, wir müssen jetzt hier so einen Brandbrief schreiben an die Regierung, das kann doch nicht sein und so weiter. So dieses Gefühl. Ja, aber ich habe es nicht getan. Ich habe nicht über Social Media Wut verbreitet. Und ja, ähnliche Dinge getan. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit als Christen in einer Welt, die so geprägt ist, wie sie eben geprägt ist, nämlich oft sehr dunkel, haben wir die Möglichkeit aufzubegehren, Revolution zu starten, Aufstand zu starten und alle unsere Möglichkeiten, die uns dieses System hier lässt, zu nutzen, um dagegen vorzugehen. Rebellion, Aufstand, Revolution. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, okay, ich füge mich dem Ganzen, ich halte die Klappe und ja, lass die Dinge so über mich ergehen. Mit ungewissem Ausgang sozusagen. Und in dieser Spannung, wie verhalten wir uns als Christen in einer Welt, die geprägt ist, ja, von, wie soll ich sagen, von dunklen Mächten? Wie verhalten wir uns da? Und als ich darüber nachgedacht habe, über diese Frage, initiiert durch diese Geschichte bei Olympia, kam mir das Buch Daniel in die Hände geflogen und ich habe es gelesen und dann habe ich an Daniel festgestellt, wie der das gemacht hat. Und
Es gibt auch mir fällt jetzt leider gerade der Name nicht ein, eine bekannte Videoreihe. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, wie sie heißt, aber Bibelprojekt, genau. Enzo mal wieder hat mir diese Reihe mal geschickt und da habe ich ein Video gefunden, wo es auch um Daniel ging, der auch in dieser Spannung war. Wie verhalte ich mich in einem Staat, in einem System, das echt dunkel ist? Und also habe ich es gelesen, habe mir meine Gedanken gemacht und das möchte ich euch ganz gerne heute mitteilen. Also, ich habe euch eine erste Folie mitgebracht und zwar seht ihr hier das Babylonische Reich, etwa so 600 vor Christus. Und ihr seht, die Form dieses Reiches ähnelt diesem Halbmond. Ne, ihr kennt ja vielleicht diese Halbmondflaggen aus dem Orient, diese Fahne, ne, da kommt das her, weil das sozusagen so ein fruchtbarer Gürtel dort ist. Und das war das Babylonische Reich, das größte Reich zur damaligen Zeit, die Weltmacht. Und der König, der hieß Nebukadnezar. Und der hat hier, seht ihr, weiter im Westen, Juda eingenommen. Und in Juda, da hat Daniel gelebt. Und was der König nun gemacht hat, ist, der ist ja nicht doof, der sieht, mein Reich wird immer größer, ich brauche hier Fachkräfte, die ich für mein Reich arbeiten lassen kann. Also hat er einen Großteil dieser Menschen aus Juda nach Babylon verschleppt. Einen anderen Teil dagelassen, die er nicht gebrauchen konnte. Politiklehrer oder so zum Beispiel. Die hat er wahrscheinlich dagelassen. Genau, und so kam es eben, dass Daniel mit seinen drei Freunden, auf die wir später noch zu sprechen kommen, aber eben auch viele, viele, viele andere Menschen dorthin verschleppt worden sind. Und nächste Folie mal bitte. Genau, ihr wart vielleicht schon mal in Berlin im Pergamonmuseum. Und das ist der Hammer. Dieses Tor, das Ischtar-Tor, ist das Tor also sozusagen das Eingangstor von Babylon, von der Stadt, von der Hauptstadt dort. Das kann man dort heute sehen. Und das ist riesig, wenn man davor steht. Und das ist nur das kleine Tor. Ich sag mal so 100 Meter dahinter steht sozusagen noch das gleiche Ding in einfach mal doppelt so groß. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt Daniel aus Juda da irgendwo in diese Stadt hinein und sieht dieses riesige Tor, das muss einen gewaltigen Eindruck hinterlassen haben. Einmal weiter bitte. Und hier seht ihr, auf dem Bild, diese Prachtstraße, die hinten bis zu diesem großen Tor geführt hat. Das ist jetzt nur so ein kleines Modell. Links und rechts sind solche Wände und Türme, wo dann diese Menschen womöglich durchgezogen sind. Ein weiter. Und an dieser Prachtstraße, an den Wänden sind überall so mosaikartig in diesem herrlichen Blau diese Bilder von Löwen und so weiter abgebildet. Wozu auch immer, zur Einschüchterung, zur Machtdemonstration, was es auch immer war. Aber wir stellen uns vor, Daniel und seine Leute, die werden dorthin verschleppt und die wissen dann gleich, sofort, okay, hier habe ich gar nichts zu sagen. Die sind sehr mächtig, die sind sehr stark, halt bloß die Klappe. Okay? Danke schön. Nochmal ein weiter. Nochmal ein zurück, das heben wir uns für später auf. Genau, so und der Punkt ist jetzt, dass der König Nebukadnezar, der veranstaltet jetzt unter all diesen Menschen, die nach Babylon kommen, im Prinzip so ein riesengroßes Casting und versucht sozusagen die besten Männer aus diesem geklauten Volk letztendlich rauszufinden, wer sind hier die Besten, wer sind die Schönsten, wer sind die Schlausten. Und die nimmt er dann und bildet sie aus oder lässt sie ausbilden zur Arbeit an seinem Königspalast, an seinem Hof. Für ganz hochgestellte Beamtenaufgaben eben. Und wie es so kommen musste, wurde Daniel und seine drei Freunde wurden unter anderem ausgewählt für diese Ausbildung. So, das heißt, Daniel und seine drei Freunde, die wussten, früher oder später werden wir
für diesen Staat, für diesen Tyrannenstaat arbeiten. Dazu hat Nebukadnezar Daniel und seinen Freunden neue Namen gegeben und neue Kleidung gegeben. Ihr wisst, im alten Orient ist ein Name Identität. Daniel heißt, Gott ist Richter, Gott richtet, Gott ist mächtig. Das war Daniel bewusst. Mit seinem Namen hat er das gelernt. Und nun bekommt er einen neuen Namen und neue Kleidung. Und in dem Text, wenn wir den lesen, stellen wir fest, da passiert gar nichts. Daniel sagt kein Ton. Der lässt sich diesen neuen Namen geben und die neue Kleidung. Einfach so. Ich vermute, seine Identität in Gott war so stark, dass er sagt, hey, gib mir einen neuen Namen, ist mir völlig egal. Ich weiß, wer ich bin in Gott. Ob ich jetzt nur einen neuen Pass habe oder nicht, ist doch völlig egal. Gib mir neue Kleidung. Ist mir völlig egal. Ich weiß, wer ich bin. Also ein Identitätswechsel, offiziell zumindest, nimmt Daniel relativ locker hin. Aber dann sagt der König noch, hey, ich möchte gerne, dass ihr von meinem Essen bekommt. Von meinem königlichen Essen. Wow, was für eine Ehre, oder? Und was sagt Daniel? Nö, mach ich nicht. Mach ich nicht. Jetzt bitte mal die nächste Folie. Hier sind diese drei Aspekte. Neuer Name, neue Identität, neue Kleidung, königliches Essen, Ausbildung zum Staatsdienst. Alles akzeptiert, aber das Essen nicht. Und jetzt passiert Folgendes. Daniel begibt sich oder spricht mit dem, einem der Palastbeamten, die für dieses Essen zuständig sind. Und kriegt das irgendwie hin, dass der Daniels, Unmut über dieses Essen, dass er dem nachgeht und sagt, okay, pass auf, dann brauchst du das nicht essen. Daniel sagt eben, hey, das ist Sünde, wir dürfen das nicht essen, das gehört zu unserem alttestamentlichen jüdischen Gesetz, da machen wir uns mit unrein. Das war sein Motiv. Und mit Gottes Hilfe hat dieser Palastvorsteher das irgendwie akzeptiert. Was mir hier aber wichtig ist, ist, dass Daniel und seine Freunde, die haben für diese Sache mit dem Essen ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Der Palastbeamte hätte das direkt dem König melden können und sagen können, hey, pass auf, die Leute wollen das hier nicht essen. Und dieser Nebukadnezar, das war jetzt kein lockerer Zeitgenosse, der hätte die an Ort und Stelle hinrichten lassen. Daniel wusste, wenn ich da jetzt mecker über das Essen, dann bin ich im Prinzip so gut wie tot. Aber Gott hat es gefügt, dass es irgendwie geklappt hat, ohne dass der König das mitbekommen hat. Also, Daniels rote Linie in diesem Staat, in diesem System war, da wo Sünde ins Spiel kommt, da wo ich sündig werden muss, da sage ich nein, mache ich nicht mit. Koste es, was es wolle und wenn es mein Leben ist. Neuen Personalausweis und neue Klamotten war nichts Unreines für Daniel nach dem Gesetz. Das Essen schon. Okay? Die Geschichte geht noch weiter. Der König Nebukadnezar, gehen wir mal bitte weiter, der hatte einen Traum. Immer wieder diesen Traum. Und ich möchte euch gern diese Geschichte hier von vorne vorlesen, weil die hat es wirklich in sich. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft
hatte Nebukadnezar nachts einen Traum, der ihn so sehr verstörte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Er ließ seine Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen rufen, damit sie ihm erzählten, was er geträumt hatte. Als sie alle vor ihm versammelt waren, sagte er: Ich hatte einen Traum, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was er bedeutet. Da antworteten die Astrologen dem König auf Aramäisch: Der König lebe ewig. Erzähle uns deinen Dienern den Traum. Dann wollen wir dir sagen, was er bedeutet. Doch der König erwiderte diesen Männern: Nein, ich habe den festen Beschluss gefasst, dass ihr mir sowohl den Traum als auch seine Deutung mitteilen sollt. Sonst werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser in Trümmer gelegt. Da ging Daniel zum König und bat ihn um eine Verlängerung der Frist, dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeute. Hier wird deutlich, was für ein Typ dieser König ist. Der würde eine ganze Abteilung in seiner Verwaltung würde er komplett auslöschen, weil die nicht in der Lage sind, ihm zu erklären, was er geträumt hat. Also zu sagen, was er geträumt hat. Das kann keiner. Diese Menschen, und auch Daniel gehörte dazu, Daniel war im Prinzip schon tot. Das kann keiner. Daniel war schon tot. Aber Daniel hat jetzt wieder, weil er wusste, ich bin eigentlich schon tot, ging er zum König und hat gesagt: Pass auf, gib mir bitte noch einen Tag und ich werde dir sagen, was du geträumt hast. Und in diesem Tag oder diese längere, ja ich sag mal einen Tag mehr, den Daniel hatte, hat er Folgendes nicht getan. Er hat sich nicht mit seinen Astrologenkollegen und Traumdeuterkollegen zusammengerottet und überlegt, wie können wir den König herausschmeißen oder wie können wir fliehen, wie können wir einen Aufstand organisieren. Hätte er machen können. Ist gar nicht so abwegig. Lass uns hier irgendwie raus aus der Nummer und unsere Familien retten, unsere Häuser. Das hat Daniel nicht gemacht. Er hat keinen Aufstand geübt, sondern das einzig Richtige, was er gemacht hat, ist, er ist zu seinen Freunden, mit seinen Freunden nach Hause und hat sofort angefangen zu beten. Und in der Nacht, im Traum, den Daniel dann hatte, hat Gott ihm den Traum des Königs gezeigt. Gott ist treu. Daniel hatte, ja, wie soll ich sagen, ich muss es so sagen, Daniel war im Prinzip nach dem Recht schon tot. Aber er hat sich an Gott gewendet, hat gebetet und Gott war treu in dieser Situation. Er hat dem König gedient, diesem Tyrann gedient. Er hat ihm diesen Traum gesagt. Ja, natürlich, weil Daniel auch Angst um sein Leben hatte. Na klar. Aber ich würde mal tippen, dass Daniel dem König auch den Traum erzählt hätte, wenn es diese Drohung nicht gegeben hätte. Ich glaube, Daniel hätte dem König gedient. Er hätte ihm Gutes getan. Der König hätte gar nicht drohen müssen. Daniel war an dem Ort und war Licht. Er hat gedient, er hat geholfen und hat sich dabei nicht versündigt. Es gab keinen Konflikt mit seinem jüdischen Gesetz. Und dann gibt es eine Reaktion. Ich muss mal gucken, habe ich die mitgebracht? Gehen wir mal einen weiter, bitte. Genau, sehr schön. Die Reaktion des Königs auf diese Geschichte. Da warf sich König Nebukadnezar, also der babylonische König des größten Weltreichs, vor Daniel mit dem Gesicht zum Boden nieder
und verneigte sich tief vor ihm. Er befahl seinen Dienern, Daniel mit Opfergaben zu ehren, süßes Räucherwerk vor ihm zu verbrennen. Und dann wandte er sich zu Daniel und sagte: Es stimmt, dein Gott ist wirklich der Gott über alle Götter, auch über seinen. Und der Herr über alle Könige, also auch über ihn. Er kann alles, was verborgen ist, ans Licht bringen, denn du konntest mir dieses Geheimnis enthüllen. So, und jetzt stelle ich mir folgende Situation vor. Ich stelle mir vor, ich wäre Daniel und oder ich bin jetzt einfach nur ich und habe jetzt irgendwie Kontakt zum Bürgermeister oder sowas und war irgendwie Licht und habe dem Bürgermeister von Jesus erzählt und habe ihm ein Zeugnis gegeben. Was auch immer, also im Prinzip sowas Ähnliches wie Daniel getan hat. Ich war Licht für unseren Bürgermeister. Und dann sagt der Bürgermeister noch irgendwas Tolles über Jesus zu mir. Und dann könnte ich jetzt dahergehen und denken, wow, der wird jetzt Christ. Vielleicht hat Daniel diese Hoffnung gehabt, dass Nebukadnezar sich zu dem wahren Gott hinwendet. Aber diejenigen unter euch, die das Daniel-Buch gut kennen, die wissen, was jetzt gleich als nächstes dort steht. Dort kommt jetzt die Geschichte, dass Nebukadnezar gleich im nächsten Kapitel anfängt, ein eigenes riesengroßes goldenes Standbild zu errichten und alle großen Männer und Frauen des Landes sollten dorthin kommen und das anbeten. Und das war nicht ein Standbild zu Ehren Gottes, sondern es war irgendein Götzenbild, was wahrscheinlich ihn selbst abbildet oder ähnliches. Ja, versteht ihr? Der ist gleich wieder von seiner Begegnung mit Gott sofort wieder in diese alten Muster zurückgegangen. Und Daniel muss sich gedacht haben, wie kann das denn sein, Gott? Gott, warum hast du ihn denn, was ist denn da los? Und das soll jetzt ein Trost für uns sein, wenn wir in einer solchen Situation sind, dass wir Menschen Jesus bezeugen können, dann ist das unser Teil der Aufgabe. Was dann folgt, ist Gottes Job. Daniel kann nicht bewirken, dass der König in irgendeiner Form Gott erkennt oder dass sich Gott ihm direkt zeigt. Er kann nur ein Werkzeug sein, ein Zeugnis. Und was Gott daraus macht, ist seine Sache. Und dieser kleine Abschnitt, der jetzt folgt, das ist so einer meiner Lieblingsstellen in der gesamten Bibel. Finde ich ganz großartig. Was jetzt passiert, ist, dass der, hatte ich gerade erzählt, dieses große Standbild aufgebaut worden ist und Daniels drei Freunde, die waren dabei, die mussten jetzt irgendwie dieses Standbild anbeten. Daniel war nicht dabei. Und was ich so faszinierend finde hier ist, dass sie sagen, nee, das machen wir nicht. Die gesamte Mannschaft ist da, die ganze Landeselite ist dort und kniet vor diesem Standbild nieder und die Freunde von Daniel sagen, nein, machen wir nicht. Warum? Weil sie gegen ihr göttliches Gesetz verstoßen. Wie mit dem Essen. Sie riskieren Kopf und Kragen wegen Essen, aber auch genauso riskieren sie Kopf und Kragen wegen dieser Anbetung eines Götzen. Das ist für die gleich schwerwiegend. Sie hätten ja sagen können bei dem Essen, also das wird Gott schon nicht so sehen. Also Gott sieht ja, dass ich hier so ein bisschen in so einer kleinen Bredouille bin, dann wird er ein Auge zudrücken, wenn ich jetzt hier mal irgendwie Fleisch esse, was ich nicht essen darf. Wird Gott ja verstehen. So war es nicht. Die waren komplett loyal ihrem Gott gegenüber. Und diese drei Jungs hier in der Situation bei dem Standbild, die haben Folgendes gesagt. Die haben gesagt,
wenn der Gott, den wir verehren, es will, dann kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, in den wir reingeschmissen würden, wenn wir dieses Ding nicht anbeten, Er kann uns auch ganz bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Und jetzt kommt's. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, Gott, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren. Und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Und das ist für mich richtig gewaltig. Weil die haben, genau wie Daniel, die wussten, wir sind eigentlich schon tot. Eigentlich sind wir schon tot. Wenn Gott will, kann er uns aus dem Feuerofen retten. Wenn er es anders beschlossen hat, macht das eben anders. Die waren ready, die waren fertig, die waren vorbereitet. Und Gott hat diesen drei Jungs nicht im Prinzip so eine Art Sicherheitsnetz vorher ausgehängt, so wie Daniel vorher mit dieser Traumdeutungsgeschichte. Wisst ihr noch? Daniel hat ja dem König den Traum gedeutet, weil Gott Daniel den Traum in den Kopf gegeben hat, über Nacht. Dann wusste er, Gott hat mir geholfen, jetzt kann ich zum König gehen. Der hatte da eine gewisse Sicherheit. Die drei Jungs hatten null Sicherheit. Gott hätte denen vorher auch sagen können, ja, passt auf, ihr sagt einfach, ihr macht das nicht und ich werde euch da irgendwie retten. Hat er aber nicht. Da war nichts. Und erst als sie in den Feuerofen geworfen worden sind, waren sie plötzlich zu viert in dem Ofen und kein einziges Haar ist verbrannt. Gott ist treu. Das ist so krass. Das ist richtig krass. Und manchmal begegnen uns in unserem Leben auch solche Götterbilder, solche Statuen, die vielleicht von dem Staat, in dem ihr lebt, aufgestellt werden. Wo die öffentliche Meinung sagt, bete das an, folge dem, das ist gut und richtig, alle machen das. Wo der gesellschaftliche Trend uns in eine gewisse Richtung drücken will. Die gleiche Situation wie bei den drei Jungs und der Statue. Nein, wir machen da nicht mit, weil das ist Sünde. Dann versündigen wir uns und das wollen wir nicht. Die drei Freunde von Daniel, die hatten auch ein hohes Amt im Staat. Sie haben an ihrer Stelle Licht sein können und gearbeitet für dieses Land, zum Wohl dieses Landes. Sie haben also nicht rebelliert gegen den Staat, gegen dieses böse, tyrannische System. Sie haben sogar dafür gearbeitet, aber dabei nicht versündigt. Sondern an der Stelle, wo Gott sie hingestellt hat, waren sie Licht. Und ich möchte euch noch etwas über Nebukadnezar mitgeben, weil an dem lernen wir auch richtig, richtig viel. Nicht nur an Daniel und seinen Freunden. Nebukadnezar hatte dann einen Moment, gehen wir mal bitte einen weiter, wo er voller Stolz als größter Herrscher der Erde über seine Dachterrasse flaniert ist. Und über sein Reich geblickt hat und gesehen hat, wow, ich bin hier der größte König und so weiter. Ich habe ja so ein großartiges Reich und ich bin sowieso der Tollste. Und genau in diesem Augenblick, so lesen wir es, bewirkt Gott
dass König Nebukadnezar an Ort und Stelle komplett seinen Verstand verliert, wird wie ein Tier und bei den Kühen lebt, Gras frisst, lange Haare bekommt, lange Fingernägel bekommt, 7 Jahre lang. 7 Jahre lang wie ein Tier dort lebt und sein Hofstaat, seine Verwaltungsbeamten, die führen die Staatsgeschäfte dann parallel irgendwie weiter. Nach 7 Jahren bewirkt Gott erneut, dass dieser König seinen Verstand wiederbekommt. Und dann, gehen wir bitte einen weiter, haben wir ein Lob, haben wir eine Situation, wo der König Nebukadnezar tatsächlich dann Gott lobt und sagt, du bist wirklich Gott. Du bist derjenige, der richtet. Du bist mächtig. Gott ist der Richter. Er setzt die Könige ein, wie er will. Ich bin eigentlich gar nichts. Erinnert ihr euch noch, was Daniel bedeutet? Gott ist mächtig. Gott ist der Richter. Gott setzt den König ein. Und das ist das Letzte, was wir von König Nebukadnezar lernen oder lesen. Danach hört man nie wieder was von ihm im biblischen Bericht. Das heißt, in dem Moment, wo er auf dem höchsten Punkt seiner Karriere war und so super stolz war, hat Gott ihn runtergestoßen an die tiefste Stelle. Und in diesem Augenblick dieser Demütigung nach 7 Jahren erkennt oder lässt Gott Nebukadnezar erkennen, wer richtet, wer Gott ist. Und ich will mal hoffen, dass das sozusagen tatsächlich dann sich der Nebukadnezar dann bewahrt hat und nicht wieder eine neue Statue gebaut hat, das weiß ich nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass dieser Stolz etwas ist, was Gott so gar nicht abkann. Dieser Stolz auf sich selbst, auf seine Leistung, auf seine Qualitäten. Gott liebt Nebukadnezar, aber er hasst seinen Stolz. Gehen wir bitte einen weiter. Was ist mit uns? Wenn wir in einem Staat leben, jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, wo uns viele Dinge vielleicht, das ist ja eure Entscheidung, politisch nicht so passen. Eine Regierung macht ja viel und dabei eben natürlich auch viel, was mir nicht passt, aber vieles, was auch gut passt, das ist ja eure Angelegenheit. Aber wenn wir in einem gesellschaftlichen System leben, das, naja, zumindest Dinge zulässt, die aus unserer Perspektive vielleicht nicht ganz richtig sind, was machen wir? Wir machen etwas, was nie falsch ist. Wir beten für unsere Regierung. Das hat Daniel mit Sicherheit auch getan. Wir setzen uns auch für dieses Land ein. Und zwar an der Stelle, wo Gott uns hinsetzt. Daniel war fremd in Babylon. Er war ein Fremder. Er war im Exil. Und ich habe euch eine neutestamentliche Stelle aus Petrus mitgebracht. Die gucken wir uns nochmal an. Wo Petrus schreibt, liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde, genau wie Daniel. Wir sind Fremde hier in dieser Welt, weil diese Welt eine Welt ist, die nach Wertmaßstäben lebt, die echt problematisch sind. Und wir sind wie Fremde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, dass ich das Gefühl habe, ey, das ist doch wirklich gruselig manchmal hier. Ich fühle mich manchmal wie ein Fremder. Wir sind Fremde in diesem Land
ohne Bürgerrecht. Deshalb warne ich euch, sagt Petrus, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen. Denn sie schaden eurer Seele. Ähnlich wie Daniel und seine drei Freunde. Die wussten das. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Gott richtet. Ich glaube, Petrus hat Daniel auch gelesen. Ja? Das ist unser Job. Wir sind hier an der Stelle, wo Gott uns hingesetzt hat. Wir beten für dieses Land, wir beten für die Regierung und wir setzen uns dort ein, wo wir Licht sein können, mit dem, was wir haben. Und wenn wir kochen oder wenn wir rechnen oder wenn wir Autos bauen und die besonders sicher machen, damit Menschen sich nicht verletzen. Ja, das sind die Dinge. Lasst uns von solchen Aufstandsgedanken, solchen revolutionären Gedanken, ich stürze jetzt hier den Staat um und mache daraus einen Jesus-Staat. Ich glaube nicht, dass das Jesus gemacht hätte. Jesus ist den Menschen begegnet, den Pharisäern, den Mächtigen, den Schriftgelehrten und hat sie versucht zu gewinnen. Ich möchte zum Schluss beten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du uns diese Geschichte von Daniel gibst, an der wir ablesen können, wie wir uns in diesem Staat, in dieser Gesellschaft, in dieser Weltgesellschaft bewegen können, wie wir hier handeln können, wo wir dich immer noch ehren. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch aufzeigst, wo wir uns dann auch der bösen Sache teilmachen, wo wir mitmachen. Herr, und bitte bewahre uns davor, dass wir sozusagen nicht erkennen, wenn wir Teil einer bösen Sache sind. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns begleitest in diesem Leben, dass du uns begleitest in diesen Krisen, wo wir manchmal das Gefühl haben, ich müsste jetzt hier vor Empörung die Welt verbessern. Nein, nicht aus Empörung, sondern aus Nächstenliebe. Das Licht scheinen lassen. Und ich danke dir dafür, dass du uns das durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu zeigst und durch dein Wort neu zeigst. Und ich möchte dich ganz besonders für diejenigen bitten, aber eben auch für mich, die dieser Empörung so schnell so nah sind, die wir uns so leicht empören lassen. Schenk uns Liebe ins Herz für diejenigen, für die Mächtigen. Ich danke dir. Amen.